Warum behaupten die Ahlus Sunna wal Jama'a, dass Abu Talib, der Vater von Imam Ali al-Islam, ein Kafir sei? War er jetzt ein Kafir oder Mu'min? Also, wenn er ein Kafir gewesen wäre, so, also die haben keine Beweise, dass er ein Kafir war. Sie haben nur einen Grund dafür, ihn so zu beleidigen, weil er nur der Vater von Ali al-Islam war. Nur. So, es gab in der Geschichte von Anfang bis Ende immer wieder gläubigen Menschen, die ihre Glaube versteckt haben. In Pharaon-Zeit. Ne? Der Gläubige von Pharaons, sagen wir, Umgebung, ist angegeben im Koran. Ein Mensch, der seine Glaube versteckt hat. Und Beweis dafür, Beweise dafür, dass Abu Talib, Salamullah alayh, gläubig war, gibt es genug. Allein durch seine Aussagen, durch seine Gedichte, die er für Muhammad ausgesprochen hat. Allein, dass er Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Schutz genommen hat, so dass er seine Botschaft verkündigen durfte. Und er sagte zu ihm, er sagt, isda' bima tu'mar, leysa alayka ghadadatun. Das heißt, mach, was dir befohlen ist. Ne? Sollst du keine Angst haben. Wallahi lay yasilu ilayka hatta usadu bit-turabi dafina. Das heißt, sie werden dich nicht erreichen, bis ich unter die Erde lande. Ne? Und er sagt zu ihnen, du hast wada'utani wa kunta qablaha sadiqan. Das heißt, du hast mich dazu gerufen, du warst vorher schon glaubwürdig. Ne? Und ich bezeuge, dass du die beste Religion, was auf der Erde ist, dass deine Religion die beste Religion, was auf der Erde sich befindet. So, das, man muss erstmal fragen. Und Imam Ali, salamullah alayhi. Imam Ali, alayhi salam, sie haben ihn gefragt, war dein Vater Kafir? Ist dein Vater wirklich in die Hülle? Er sagt, wehe dir. Wie kannst du sowas behaupten und ich bin sein Sohn? Und Ali, alayhi salam, gibt immer an, dass er Ali ibn Abi Talib. Wer gibt an mit einem Kafir und einem Mushrik? Wenn er Mushrik gewesen wäre, dann hätte Ali a.s. gesagt, nee, sag nicht Ali ibn Abi Talib, ich bin Ali. Ali ibn Abi Talib wird immer angegeben. Und das, er hat das immer, er hat damit auch angegeben, dass er Ali, von, Sohn von Ali, von Abu Talib, salamullah alayh. Und Abu Talib, salamullah alayh, er hat das, diesen Heiratsvertrag zwischen Muhammad und Khadija, salamullah alayh, zwischen Muhammad, salamullah alayh, und Khadija, salamullah alayh, hier zur Welt gebracht. Er hat Muhammad zum Essen gegeben, wo er ihn aufgenommen hat. Wie kann ein Mushrik dieses Befugnis haben von Allah? Wie darf er das machen? Ein Mushrik, normalerweise ist er selber unrein, ein Mushrik. Außerdem, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat alle Sahaba, die zum Islam übergetreten sind, hat sie alle aufgefordert, ihre Heiratsverträge mit ihren Frauen zu wiederholen. Weil das ist, was für sie früher gültig war, in Islam war nichtig. Nämlich die Heiratsverträge in eine ungläubige Form zu verrichten, ist es verboten. So, das hat Rasulullah diese Heiratsverträge wiederholt. Nochmal nachgeholt. So, bis auf Abu Talib und seine Frau. Fatima bint Asad. Hat er nicht gemacht. Der liest sie so. Und was sagen Sie über Frau von Abu Talib? Wenn sie gläubig gewesen wäre, dann durfte Abu Talib mit ihr nicht bleiben, wenn er ungläubig gewesen wäre. Dann hätte Muhammad sie trennen müssen. Das heißt, die Mushrikin werden nur durch Mushrikat oder Mushrikat durch Mushrikin verheiratet. Der Koran sagt das aus. So ausführlich und klar und deutlich, dass Mushrik darf nicht eine Gläubige heiraten oder mit einer Gläubigen verheiratet bleiben sogar. Also es gibt genug Beweise und wenn sie wollen, wenn diese Maslul wollen, Themen aussuchen, egal welches Thema sie brauchen und egal welche Person sie bringen, ne, wir sind bereit mit ihnen zu diskutieren, weil wir suchen die Wahrheit. Wenn sie die Wahrheit haben, dann bedienen sie uns damit. Und sie retten uns dadurch auch, dass wir die Wahrheit finden. Ne? Ob die Maschqiya oder Usman Khamis oder diese Knabe Abu Durjana oder was weiß ich, was sie alle heißen.
Ne? Wenn sie dadurch wirklich uns den geraden Weg zeigen können, wir sind bereit. Alhamdulillah, wir sind bereit, mit jeder Person zu diskutieren, zu, die Sachen zu erörtern, denn wir müssen nach Wissen streben, von Geburt bis zum Tod.